Vom 3. bis 4. Dezember 2015 trafen sich Lehrende, Verlage, Journalisten und Wirtschaftsvertreter, um zusammen über die Zukunft der Bildung zu diskutieren, praktische Beispiele zu beobachten und Potenziale von Arbeit mit digitalen Geräten kennenzulernen. Ja, hallo, das ist Bob Blume. Und das ist André Spang. Und wir beide gehen jetzt hier zu Exciting Edu rein. Viel Spaß. Viel Spaß euch. Hallo David, Exciting Edu, es hat begonnen. Seit heute Morgen läuft es mit dem Lernlab. Warum machen wir das überhaupt? Warum organisierst du sowas? Wir wollen einfach zeigen, dass man mit digitalen Medien sensationellen Unterricht machen kann. Und da draußen den Lehrer, die können das schon. Die bringen wir hier zusammen. Du hast heute schon viele Eindrücke mitgenommen. Was hat dir so am besten gefallen? Was hat dich am meisten angesprochen? Was mich am Ende beeindruckt hat, ist die Vielfalt. Wir hatten 27 Lehrer, die völlig unterschiedliche Dinge mit digitalen Medien in ihrem Unterricht machen. Das hat einfach gezeigt, dass das Potenzial riesig ist. Das hört sich gut an. Jetzt ist der Kongress noch morgen, aber ich frage dich schon jetzt, gibt es schon eine Prognose, wird es das nächstes Jahr wieder geben oder vielleicht sogar schon vorher in einer anderen Form? Ich gucke mich hier um und ich sehe, die Veranstaltung ist voll. Sie war wahnsinnig schnell überbucht und die Rückmeldungen von den Lehrerinnen und Lehrern sind großartig. Ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen das weitermachen. Sehr gut, wir sind dabei. Vielen Dank, David. Hanna, du warst gestern auch in der Unterrichtsstunde. Was hast du mitgenommen? Also einiges. Also war total spannend. Also ich war in der Unterrichtsstunde Podcast im Spanischunterricht erstellen und war genial, wie die Kids mitgemacht haben, wie die unterschiedlichen Geräte dafür eingesetzt wurden und was da im Endeffekt bei rumkam. Also hat mich sehr beeindruckt. Vielen Dank. Hallo Jan, du hast ja auch hier mitgearbeitet inhaltlich und die Früchte der Arbeit. Gestern hast du dir Unterricht angeschaut. Dein Statement. Ich habe einen Unterricht anschauen dürfen, das war Musikunterricht. Und das war ganz toll zu sehen, dass das 25 Schüler rausgegangen sind, die alle Spaß an Musikunterricht hatten. Und da wirklich Leute dabei waren, die, also, glaube ich, vorher nie Spaß an Musikunterricht hatten. Und die sind alle happy rausgegangen. Das war ganz, ganz toll zu sehen. Und jetzt interessiert mich als Musiklehrer brennend, was ist da passiert? Die haben einfach Geräusche aufgenommen mit einer App und haben die dann verfälscht und haben die aneinander gehängt und haben dann ein Beatlied draus gemacht und haben dann daraus eine Geschichte mit Musik erzählt, mit den Geräuschen. Ja, und so soll es sein. Liebe Monika, du hast heute sowohl unterrichtet als auch Unterricht angesehen. Was nimmst du mit jetzt von diesem heutigen Tag bisher? Also einfach auch nochmal andere Abläufe, die man digital gestalten kann, neue Ideen, auch nochmal Apps kennengelernt. Der Austausch ist einfach wichtig. Ja, hallo Dominik, freut uns, dass wir dich hier haben und du hast ja Exciting Edu inhaltlich mitgestaltet. Dein Statement zu den beiden Tagen. Ja, ich finde dass so große Begriffe wie Technologie und digitale Bildung ganz oft so den Blick verstellen dafür, dass es sich eigentlich um Werkzeuge handelt. Lehrer haben ein Portfolio an Werkzeugen, das kann eine Schultafel sein, das kann eine Landkarte sein, das kann aber auch eben ein Mobile Device sein. Und manchmal und sehr oft meiner Meinung nach sind einfach neue Technologien die probateren Mittel, um Ziele zu erreichen, ja? Schülererfolg zu steigern, zu differenzieren, Aktivität hervorzurufen. Genau, und das lernen wir hier, das finde ich schön. Ich habe neulich einen schönen Satz gehört, der hieß, wo nichts passieren kann, da kann auch nichts passieren und hier passiert einfach was. Das merkst du, da ist Energie im Raum, die Leute sind aufgeregt. Genau, deswegen, ich genieße es total. Ja, vielen Dank. Also sozusagen, wenn andere anfangen, bessern wir die ersten Fehler schon aus. Ganz genau. Ja, ich war heute Morgen beim Lernlab. Das war das erste Lernlab, was ich gesehen habe. Das hat mich besonders interessiert, weil wir ja selber vorhaben, Lernlabs anzubieten. Und ich habe mir zwei Sessions angeguckt, zu einem, wie ein Klassenblock entsteht und zum anderen, wie man im Matheunterricht sozusagen live bewerten kann bzw. evaluieren kann. Sehr interessant. Kannst du dir vorstellen, Dinge, die du gesehen hast, auch umzusetzen konkret? Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe auch festgestellt, dass eigentlich das Wichtigste bei der digitalen Bildung ist eigentlich das Mindset der Lehrer. Das Entscheidende ist eben, dass das Lehrerhandeln und das Lehrerdenken sich ändert. Liebe Jasmin, ich möchte dir ernsthaft einen Glückwunsch aussprechen. Es war eine ganz tolle Veranstaltung. Ich sehe sehr, sehr viele Gesichter, die glücklich sind von den vielen Impulsen und dem Austausch. Was ist dein Fazit? Ich möchte hier eine Schülerin zitieren, die gestern mir entgegenkam und geschrien hat, Frau Gülland, zum ersten Mal hat mir Mathematikunterricht Spaß gemacht. Ich freue mich. Vielen Dank. Bitte, bitte. Ja, wir haben hier den Philipp, der ist Schüler an der Heinrich-von-Stefan-Schule und ich muss erstmal sagen, ich würde ihn gern mitnehmen. Er hat hier bei der ganzen Organisation mitgeholfen, gestern schon perfekt das Catering gemacht
Und heute kam ich hier an und er hat mich direkt gefragt, ob ich hinten weiß, in welchen Raum ich muss. Sehr hilfsbereit. Und ich würde dich gerne fragen, Philipp, wie hat dir das gefallen, diese 2 Tage mitzugestalten und auch vorzubereiten? Würdest du das wieder machen? Ja. Also erstmal danke für die ganzen Komplimente. Und ich würde es immer gerne mal wieder machen, weil es einfach nur gut ist, andere Menschen kennenzulernen, wissen, wie das hier so ist, die Arbeit, und weil es Spaß macht. Ja, das ist doch ein gutes Statement, Philipp. Vielen Dank und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Okay. Ciao. Nun bleibt nur noch zu sagen, dass wir uns herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und bei allen Teilgeberinnen und Teilgebern bedanken und wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.